Salaku wurde genervt. Wir schauen uns an, wie es mit dem Nerf auch aussieht. Mit dabei habe ich wieder Grim Embrace und ein bisschen Slowdown. Ich werde auf Condemned spielen. Am Anfang haben wir natürlich wieder unsere 30 Sekunden Wartezeit, bis wir irgendwas machen können. Da sehe ich aber schon jemanden. Hallöle. Man kann jetzt eben auch chasen, während man hier so am Start ist. Wir chasen die Lady einfach mal ein bisschen weg von den Generatoren, gehen dann wieder weg. Warten dann einfach mal ein bisschen auf unsere wunderschöne Zeit, bis es eben wieder gekommen ist, dass wir uns TP'en können. Okay. Keine Sorge. Da kommen wir da raus. Okay, hat nur den Boy, die gelegt hat. Und ich würde jetzt echt gerne mal schauen, wie es einfach ist, wenn ich mich da einfach ein bisschen rumtippe. Weil da bekommt man jetzt auf jeden Fall gute Info raus. Okay, hier ist auf jeden Fall der Vittorio. Es ist halt jetzt wieder eine kleine Tracking-Ability auch. Einfach um zu sehen, wo eben jetzt die Survivor auch sind. Da hat er mich ein bisschen aufgeprobt, muss man sagen. Nicer Spin-Try. Dann werden wir ihn auch weitestgehend hier mal downen. Sehr gut. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er das jetzt so easy zulassen wird. Aber ist fein für mich. Jetzt haben wir dann nämlich Grim Embrace am Start. For free eigentlich sogar, weil wir uns wegtippen können. Da sehe ich auch, dass ein Boy, die hier am Start war. Aber habe ich ihn nicht hier gerade gesehen? Hallo? Okay. Grim Embrace hat reingekickt. Okay. Schauen wir uns das Ganze hier einfach mal an. Mit einem schönen Down wieder, weil sie irgendwie keinen Bock hatten, ihren Mate hier zu protecten. Da ist jetzt auch nichts allzu crasses mit dabei. Wie eine Sassip oder so. Und dann bekommen die Leute mal gleich wieder ein paar Condemns ab. Hier in der Nähe ist Nia. Beziehungsweise hier, ihr. Oh, sehr smart. Einfach weitergelaufen. I see. Okay. Da sind wir hinter der Klydia. I see. Und dann geht's direkt auch wieder weiter. Das solltest du jetzt eigentlich sogar mal ein bisschen reinplayen, Klydia. Und Nia soll da nicht so greedy sein. Was ist schon da los? Okay, dann gehen wir mal hier hin, wo wir wissen, dass wahrscheinlich ein paar Leute hier sein werden auch. Klydia nicht mehr hier, Fragezeichen. Lydia nicht mehr hier, Rufzeichen. Okay. Ob der Down jetzt halt Worth war, ist so eine Frage, finde ich. Aber interessant. Jetzt bekommen wir halt wieder Grim Embrace ab. Was auf jeden Fall auch gut reinballern könnte. Wir bekommen hier auf unserem wunderschönen Boydy hier auch mal einen Hit. Und dann können wir aber auch direkt weiter, was natürlich auch ziemlich nass ist. Leider ist hier aber niemand. Wenn da jetzt halt jemand retten geht, dann gehen wir direkt drüber. Eine Plan Condemned. Okay. Dann nehmen wir dich auch noch hier an. Dann haben wir nämlich nochmal Grim Embrace.
Grim Embrace generell einer der stärksten Perks im ganzen Spiel, wenn das so rauskommt, finde ich. Und dann schauen wir mal, was da so ablaufen wird jetzt. Auf Condemned zu spielen wird halt definitiv ein bisschen schwieriger sein. Zu 100%. Ah, falsche Richtung leider. Und ich glaube generell, Sadako wird nicht mehr so viel Spaß machen. Okay. Da hat unser Boy die sich aber verplayed. Und stirbt deshalb auch. Let's go. Das Problem, was ich hier jetzt halt wieder sehe, ist halt einfach, dass man sich jetzt zwar unendlich rumtippen kann, aber I don't know. Macht das Spaß oder macht das nicht so Spaß? Wie findet ihr? Ich finde das nämlich nicht so fun jetzt. Man hat hier einen Condemned am Start. Aber ich weiß halt nicht. Macht mir persönlich jetzt gerade nicht so viel Bock. Muss ich sagen. Da drüben wurde ein Tape genommen. Tapes werden nicht mehr zerstört, wenn man den Survivor hittet, also aufpassen, dass man da nicht in die Irre geführt wird. Dann schauen wir direkt mal. Hier ist niemand in der Nähe. Okay. Wie erwartet ist die Lady hier wieder am Start. Und dann ist doch alles bestens, oder? Oh, sie ist über außen gelaufen. Sehr, sehr interessant. Aber auch definitiv nicht so smart. Weil warum? Mir kommt irgendwie vor so, yo. Billy hat den Spaßbuff abbekommen. Und Sadako hat den Spaßnerf abbekommen. Das ist so irgendwie, wie mir das gerade so schmeckt. Sag ich mal. Ich finde es nämlich nicht so geil. Ja, man kann sich jetzt mehr rumtippen, auf jeden Fall. Safe, aber I don't know. I really don't know. Nee. Also für mich persönlich ist der Playstyle hier nichts. Die ist da oben, ne? Die ist nicht mehr da oben. Bro, du hast mich wirklich fast verwirrt mit deinem Jump hier runter, der random as fuck war, wenn ich ehrlich bin, ne? Der war random as fuck. Und dann geht die Lady da wieder in die Ecke. Okay. Ja, all over. Man merkt, glaube ich, ich bin kein allzu großer Fan von dem Nerf. Fühlt sich auf jeden Fall immer noch besser an als ganz am Anfang, aber ja. Nee. Und Grim Embrace bei 4 Stacks sorgt jetzt dafür, dass jeder Generator für fucking 40 Sekunden auch noch gelockt ist. Das ist halt so ein crazy Perk. Also Grim Embrace ein kranker Perk. Sadako Nerf krank anfahren, finde ich. Krank anfahren. Nötig. Aber in der Art und Weise nötig. Finde ich nicht. GG geht raus. Spaßfaktor leider, wie gesagt, ziemlich niedrig. Und da hoffe ich, dass da eventuell ein bisschen was verändert wird, weil mir hat es jetzt echt nicht sonderlich hart gefallen. Imagine sweating in P2B. I sweated? Was? Habe ich gesweated? War das sweating? Weiß ich nicht. Also, mir ist es jetzt ehrlich gesagt nicht so sweating vorgekommen. What? Okay. Good luck. Next, I guess. Hä? Ja, voll geschwitzt. Bro.
Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, Bro? Ich weiß halt nicht, du bringst doch ein Map-Offering im P2B, indem du mich Sweater nennst. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Digga.